Moin, die Kekse, herzlich willkommen zurück bei Chris Timmet, heute mit der neuen, der nagelneuen, der ganz tollen, der großen Get Digital. Die neue Get Digital Box ist heute direkt angekommen. Wenn ihr so eine Box wollt, in der Videobeschreibung ist ein Link, dem könnt ihr folgen und dann könnt ihr euch so eine coole Box selbst bestellen. Ob sie cool ist, werden wir jetzt rausfinden zusammen. Kann natürlich auch sein, dass der eine oder andere sagt, die ist jetzt nicht so mein Geschmack. Oder man sagt halt, mega. Die ist recht schwer, kann ich schon mal so viel verraten. Nur so. Wir fangen mit dem T-Shirt an. Schwarz. Schwarz. Immer noch schwarz. Jetzt trägt gleich der Autofokus und das durch. Und das Motiv gefällt mir. Habe ich schon, ich kenne das schon, aber ich finde es richtig gut. Also das Motiv. Marty und Doc Brown kloppen sich mit den anderen Zeitreisenden quasi. Naja, es sind ja keine Zeitreisen, es sind ja eher Dimensionsreisende. Mit Rick und Morty. Und die beiden Docs kloppen sich. Das ist, ne, simpel, einfach, schön Farben, fertig, läuft. Geiles Shirt, finde ich gut, trage ich auch selber. Das behalte ich auf jeden Fall, finde ich sehr gut. Das ist schon mal... Oh, noch ein Shirt, oder was? Nein, ein Badehandtuch. Und jetzt ist wieder so ein Ding, wo ich auf die Fresse falle, weil ich keine Ahnung habe von Chemie. Wahrscheinlich ist wieder nur Wasser. Ich mach einfach mal auf. Es ist ein Geek-Waldorf-Strick Dihydrogen Monoxide Decontamination Device. Also, ich hau jetzt einfach mal, es ist quasi eine Übersetzung für Handtuch. Es nimmt Wasser auf, das ihr am Körper habt, das wird nass, ihr seid trocken. Also, nimmt das, ne, also Decontamination, so. Decontamination. Ich muss ein bisschen zurückgehen, glaube ich, sonst ist es schon groß. Also, das steht alles da drauf. Also, wenn ihr euch abtrocknet, dekontaminiert ihr euch quasi, weil ihr das Wasser aufnehmt. Das ist schön weich. Also das ist, ich mache das jetzt nicht an meinem Gesicht halten, weil ich wasche solche Sachen eigentlich lieber gerne erst, bevor da irgendwas passiert. Aber wenn ihr mit sowas am Strand auftaucht, passt ja auch übrigens jetzt mittlerweile, gibt es wieder zwei Reaktionen. Die eine so, das ist ja geil, die drei, das ist ja cool, der ist ja voll geeky. Die zweite ist dann, hä? Und die dritte, ha, der hat auch eine gedigitalte. Würde ich jetzt so was Kleines. Loot-Malbuch. Echt jetzt? Wie geil. Es gibt jetzt ein Loot-Malbuch. Wahrscheinlich von den Charakteren. Ah, okay. Das sind verschiedene. Sind das nicht sogar die. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das sogar die Sachen sind, die Get Digital als kleinen Teaser immer postet auf der Seite, auf der Facebook-Seite. Weil es sind immer verschiedene Themenbereiche. Aber es ist cool gemacht. Seht ihr das überhaupt? Das ist immer sehr cool gemacht. Das finde ich eine geile Idee. Ist total sinnfrei, aber ist bei meisten Sachen so. Aber es ist eine coole Idee. Ein Glas. Das ist das Schwere. Oh, wir haben Rick and Morty-Tag. Eine Rick and Morty Tasse. Ein Glas, Entschuldigung, Rick and Morty Tasse. Let's get Riggedy Riggedy Wrecked Son. Rick and Morty. Also ein Rick and Morty Glas. Premium Colored. Der ist nicht nur einfach colored, der ist Premium Colored. So, kann man es auch important. Hand wash only with warm water. Also nichts in der Spülmaschine. Spülmaschine ist das Ding kaputt. Also der Druck ist dann ab. Sehr wahrscheinlich. Ja, ein Rick und Morty. Gläserchen. Also zweimal, eineinhalb Mal Rick und Morty. Sonst ja so ein Mash-up-Shirt. Wo ist meine Tüte? Wo ist meine Tüte? Da. Tüte. Ne, was für ein Ups? Was für ein Ups?
Der Sticker Free Mask. Ein Facehugger. Free Mask for all. Die Urzeitkrebse. Das Geile ist, ich habe da im Schrank sogar noch das Original Yps-Heft. Also es gab eine Neuauflage in 2000ern. Da wurde Yps nochmal aufgelegt und ist tierisch abgestürzt, weil das war nicht so geil. Also hier die Urzeitkrebse, das Futter, also das sind die Krebse und das ist das Futter dafür. Finde ich witzig. Ibums. Ginger Coconut. Warum? Warum muss man da Kokosnuss? Nein, fand ich nicht gut. Und wir haben hier wieder einen kleinen Button und zwar ein Rubik's Cube, der schmilzt. Das seht ihr überhaupt nicht wahrscheinlich. Ein kleiner schmelzender Rubik's Cube. Also, die nicht wissen lassen, Rubik's Cube ist, das sind diese, die man drehen muss und alle Farben gleich haben sollte. Irgendwann. Habe ich noch nie geschafft. So, hier ist ja ach, guck mal, das machen wir gleich. Hier ist noch eine kleine Blindbag-Figur, hätte ich fast gesagt, aber ist gar keine Blindbag-Figur. Elizabeth. Collectible Vinyl Figure. 3,5 Zoll. Das ist schon Asbach. Die Figur sieht super aus, also sieht nass aus, aber das Ding ist schon, das Spiel ist schon Asbach uralt. Infinity Bioshock. Ich habe das nie ganz zu Ende gespielt. Also diesen Teil. Guck mal, so süß sieht die aus. Freier Fall. Ja, warum nicht? Es gibt genug Leute, die das Spiel super fanden und wahrscheinlich auch diese kleine Figur super finden. Auf jeden Fall ist sie gut gemacht. Ist auch The Coop aus Washington. So, Figürchen, das kommt gleich. War es das? Ja, das war's. Hier haben wir noch das ne, Heftchen. Und das hier hatten wir lange nicht mehr. Achso, ich muss kurz reingucken. Bevor ich das sage, ich muss erst mal reingucken, ob da überhaupt ein Bild von der Dame ist. Aber so wie es aussieht, nein. Habt ihr auch Angst? Na gut. Das ist von Caroline Hofstetter. Heißt Caroline wirklich so? Hofstetter? Wie geil ist das denn? Caroline Hofstetter. Also, vielleicht ist sie ja verwandt. Hauptwerbezeit. Nummer 6 ist das übrigens. Loot-Geschichte Nummer 6. Ja, okay. Werde ich mir nie angucken. Ich lese sowas nicht. Es hat nichts mit den Autoren zu tun. Nein, ich habe gar keine Zeit. So, ganz schnell. Loot-Heft. Die Urzeitkrebse. Original Yps Urzeitkrebse. 5 Euro. Alter Falter. Das ist schon eine Hausnummer. Das finde ich schon wieder ein bisschen... Ne? Dafür ist der Sticker recht günstig. Der kostet 45 Cent. Also das finde ich krass. Sonst kostet immer so 3, 4 Euro. Also jetzt nicht bei Get Digital, sondern regulär. In den Boxen. Hier ist er 45 Cent. Das Blutheft gibt es umsonst. Die Bonbons, da brauche ich nichts zu sagen. Das Heft ist auch umsonst. Dann, wo ist denn der Rest? Es gab noch ein Upgrade. Wenn ihr das Upgrade habt, habt ihr einen Rucksack bekommen von Batman und ein Metallpuzzle. Hä, habe ich jetzt was überschlagen? Wo ist das Glas und die Figur? Ach da, die erste Seite überschlagen, ich Idiot. So, T-Shirt 19 Euro. DHMO Badetuch, pass auf. Ich glaube, den Text haben sie extra für mich geschrieben. Ich muss euch vorlesen, wenn ihr es nicht selber gelesen habt, den haben sie bestimmt für mich geschrieben, weil ich so blöd bin und das nicht direkt mit anfangen kann. Also, pass mal. Also, es ist Wasser. Gehe ich mal stark von aus. Wenn ihr mit diesem Wort nichts anfangen könnt, liest es mal ganz genau. Die, also 2, von Hydrogen, Wasserstoff, beziehungsweise H und Mano, 1. Mono, du Hornchi. Mono, 1, mit Oxid, Sauerstoff, beziehungsweise O. Das ergibt HHO, also H2O-Molekül, ergo Wasser. Habe ich ja verstanden mittlerweile. Da viele Leute bei der wissenschaftlichen Begriffen und dem bloßen Wort Chemie einfach nur auf Durchzug schalten, ha, die haben mein Video geguckt und genau mich als Beispiel genommen für diesen Text. Chemie? Hä? Ist so. Ja, aber ich finde die Idee trotzdem geil. Ich finde es cool. Also 20 Euro für das Badetuch, 13 Euro für das Glas. Wow, 13 Euro für die Dame hier. Okay. Und 1,50, 1,45 für den kleinen Pin. Ja, schick. Wir freuen uns. Es ist übrigens das, auch der Dings hier dabei. Guck mal, die Urzeitkrebse von Yps beschrieben mit den Figuren aus dem Yps her. Das war die Neuauflage von Yps. Und da sind noch die Urzeitkrebse mit drin.
Mit Lupe, Pinzette, also Futterlöffel, Pinzette oder Futterlöffel, Futterlöffel, Eier und Futter. Also schon ein bisschen kleiner als das hier, das ist schon ein bisschen größer. Aber so sah es dann die Neuauflage davon aus. So, ich finde die Box echt cool gemischt, muss ich echt sagen. Finde ich schön gemischt. Ich kann nicht mit allem was anfangen. Also die Urkrebse für den Spaß, lustig, ich würde mir das nie im Leben kaufen. Also was ist das, 6 Euro kosten die Dinger? 5 Euro, Entschuldigung. Nein. Dafür Dankeschön, GetDigital, dafür Dankeschön, dass GetDigital die mal reingeschmissen hat. Figur ist nett, ist süß, kann ich nichts mehr anfangen. Das Glas, schauen wir mal, T-Shirt finde ich richtig gut, Handtuch auch richtig gut, auch wenn sie mir gerade damit quasi eine Schelle gegeben haben, aber ich finde es ja witzig. Und das Malbuch finde ich auch eine geile Idee. Das ist das Tolle an GetDigital, ich muss es dann nochmal sagen, GetDigital traut sich öfter Sachen selbst zu machen oder damit sind sie groß geworden, Sachen selber zu adaptieren und auch eigene Ideen umzusetzen. Das finde ich bei den Boxen halt geil, dass sie eigene Ideen umsetzen. Das ist ja nur durch die Box entstanden, das Teil zum Beispiel. Das finde ich sehr gut. Ja, ist für manche bestimmt sehr interessant und auch nett. Für mich, nein. Aber ich spiele nicht das mit Ultimo. Ich kann nur das sagen, was für mich in der Box ist. Was sagt ihr denn zu der Box? Findet ihr die Geschichten cool? Habt ihr das Malbuch schon ausgemalt oder wollt ihr es auch haben? Was ist euer Lieblingsitem? Das würde mich ja voll mal jetzt interessieren. Und wenn ihr Yps mögt, Yps, Daumen da lassen. Für Yps, fürs Video, für die Box, für mich, für meinen Kanal. Dankeschön dafür. Ein Abo wäre natürlich auch mega gut, denn wir haben es bald geschafft, Leute. Wir sind bald bei den 4000. Hätte mir jetzt einer mal gesagt, vor ein paar Jahren, ich hätte gesagt, ha, du Spinner. Jetzt nicht mehr. Ich danke euch fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ein spannendes Tschüssikowski und stay nerdy, ihr Kekse.